Herzlich willkommen zur Netzwerkberechnung mittels Superposition. Mithilfe der Superposition soll der Strom I1 bestimmt werden und der Strom I1 fließt hier in diesem linken Zweig. Der linke Zweig besteht aus drei Widerständen und zwei Quellen. Dann haben wir hier einen mittleren Zweig mit einer realen Stromquelle, also Innenwiderstand, ideale Stromquelle, und der rechte Zweig besteht aus zwei Widerständen und einer Spannungsquelle. Wir wollen uns das Leben nicht allzu schwer machen, daher werden wir hier links die beiden Quellen zu einer Quelle zusammenfassen. Die beiden Quellen sind in Reihe, daher werden wir diese Stromquelle in eine Spannungsquelle umwandeln. Also wir machen die Ersatzschaltung oder bilden die Ersatzschaltung zwischen den Klemmen A und B aus der Stromquelle. Machen wir eine Spannungsquelle. Wir haben hier also den Schaltungspunkt A. Der Innenwiderstand geht ohne Änderung über, behält also seinen Wert bei mit 51 Ohm. Und die neu entstandene Spannungsquelle ist jetzt einfach die Stromquelle, der Strom der Stromquelle mal den Innenwiderstand. Da erhalten wir hier 61,2 Volt. In welcher Polarität ist das? Der Strom fließt hier nach oben raus, also im Leerlauf würde der Strom dann vollständig hier rumfließen und ein Strom in dieser Richtung würde also an dieser Stelle das Plus machen. Aus diesem Grund ist das Plus dieser hier entstandenen Spannungsquelle auch oben. So, diese Schaltung können wir jetzt hier einsetzen. Das Ganze zeichnen wir jetzt noch mal um und fassen dann weiter zusammen. Also das ist unsere 8 Volt Spannungsquelle. Dann haben wir hier unseren 39 Ohm Widerstand. So, jetzt kommt unser Schaltungspunkt A mit dem Ersatz. Das sind hier 51 Ohm. Dann kommen hier unsere Spannungsquelle rein, die wir soeben ermittelt haben mit 61,2 Volt. Das ist der Schaltungspunkt B. Hier der 24 Ohm Widerstand ist natürlich immer noch da. Damit ist der linke Zweig vollständig aufgezeichnet. So, der mittlere Zweig mit I2 nimmt seinen Widerstand mit 82 Ohm und natürlich auch unverändert die Stromquelle mit 4 Ampere. Und schließlich haben wir hier den äußeren Zweig mit 75 Ohm, 24 Volt. Und hier unten schließt sich an der 160 Ohm Widerstand. Die drei Ströme finden wir immer noch hier. I1 suchen wir also, das ist dann I2, das ist I3. Und bevor wir anfangen zu rechnen, schauen wir mal, ob wir die Zweige vereinfachen können. Und für diese Vereinfachung fassen wir alle Widerstände in den Zweigen zusammen, die vom gleichen Strom durchflossen werden, zu einem einzigen. Also wir können diesen 39 Ohm Widerstand, den 51 Ohm Widerstand und den 24 Ohm Widerstand zu einem einzigen Ersatzwiderstand zusammenfassen. Dieser Ersatzwiderstand ist bei uns R römisch 1 und die Summe dieser drei Widerstände ist 114 Ohm. So, und auch diese beiden Spannungsquellen können wir jetzt zusammenfassen. So, dazu brauchen wir diese beiden Spannungsquellen einfach nur zu addieren. Auch diese sind vom gleichen Strom durchflossen, deshalb ist das möglich. Ferner sind sie beide in gleicher Richtung, das heißt auch die neue Spannungsquelle wird oben Plus haben und unten Minus. Und das Ganze wird UQ1, jetzt den Punkt hier meinetwegen, ja, UQ1 mit 8 Volt plus 61 Volt, 69,2 Volt. Damit ist der linke Zweig vereinfacht. So, bei dem mittleren Zweig können wir eigentlich nichts vereinfachen. Wir werden aber eine Umbenennung durchführen, damit wir uns besser orientieren können und auch die Ohmwerte nicht immer mitnehmen brauchen. Wir sagen, dieser 82 Ohm Widerstand heißt jetzt R römisch 2 und diese 4 Ampere Stromquelle, die nennen wir jetzt einfach IQ2.
So, bei dem rechten Zweig können wir noch mal etwas vereinfachen. Wir haben hier wieder zwei Widerstände, die vom gleichen Strom durchflossen werden. Die können wir also zusammenfassen zu einem R römisch 3. Und dieser R römisch 3 hat 160 Ohm plus 75 Ohm. Das sind 235 Ohm. Und die Spannungsquelle, wir haben nur einen, da können wir also nichts machen. Die behält 24 Volt, allerdings geben wir ihr einen neuen Namen. Wir nennen diese Spannungsquelle jetzt UQ3. Dieses Gewirr werden wir nochmal entflechten, damit es etwas übersichtlicher wird und wir die Schaltung zur Berechnung dann auch vor uns haben. Also diese roten Quellen, das ist UQ1. Wert steht hier nochmal, 69,2 Volt. Dann haben wir hier den gemeinsamen Innenwiderstand, das ist R römisch 1. So, hier fließt der gesuchte Strom I1 entlang. So, dann haben wir hier die reale Stromquelle, das war unser Widerstand R römisch 2. Das war unsere Stromquelle IQ2. Und daran schließt sich an unser Außenzweig mit R römisch 3, der hatte 235 Ohm und unsere Spannungsquelle UQ3, die hatte immer noch 24 Volt. So, das waren hier 69 Volt, so R römisch 1 hatte 114 Ohm. R römisch 2 hatte die 82 Ohm, schreibe ich jetzt nicht dran, sonst wird das zu unübersichtlich. So, das ist die Schaltung, die wir jetzt berechnen wollen. Die sieht schon wesentlich freundlicher aus. Jetzt zum Superpositionsprinzip. Wie ist das Superpositionsprinzip zu verwirklichen? Also, das ist die Schaltung, die wir im Endeffekt betrachten. Die kann ich hier einrahmen. Ja. Wir haben hier in dieser Schaltung drei Quellen und wir schalten der Reihe nach alle Quellen ab und jeweils eine ein. Wir gucken dann immer, was macht diese eine Quelle an Wirkung, in unserem konkreten Fall, was macht diese eine Quelle an Wirkung auf I1. Dann schalten wir diese Quelle ab, schalten die nächste zu, gucken, welche Wirkung hat IQ2 auf I1, dann schalten wir IQ2 ab und schließlich UQ3 ein und gucken wiederum, was hat UQ3 für eine Wirkung auf I1. Mit dem Abschalten von Quellen hatten wir uns schon beschäftigt. Wir hatten festgestellt, dass bei Spannungsquellen die Spannungsquellen durch den Wert 0 ersetzt werden, also als Spannungsquellen mit 0, und das ergibt im Endeffekt als passive Schaltung einen Kurzschluss. Ist noch die Frage zu klären, was passiert mit einer Stromquelle, wenn wir diese abschalten?